Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Siberia 3. Ja, ich muss jetzt gestehen, dass ich jetzt einige Tage nicht mehr spielen konnte, weil ich ziemlich hohes Fieber hatte und ja, mich dann doch eher darauf konzentriert hatte, wieder einigermaßen gesund zu werden. Ich weiß noch, dass wir in der letzten Folge mit der Schamanin, wollte ich jetzt fast gesagt haben, also mit der Frau gesprochen haben, die hier drin wohnt. Ich weiß nicht, können wir mit ihr noch mal reden? Oder vielleicht mal Sachen angucken oder so hier? Auf jeden Fall können wir noch mal reingehen. Das ist schon mal gut. Ein Yukol-Wandbehang. Ein Wandbehang. Ja, das bringt uns jetzt auch nicht weiter. Aber okay. Kommt der neue Führer mich besuchen? Ja, davon gehe ich aus. Genau, sie hatte gefragt, ob wir mit ihm sprechen können. Dann schauen wir uns mal ganz schnell hier noch mal um. Wobei, ich glaube, hier gibt es jetzt so nichts wirklich Interessantes mehr zu sehen. Vor allen Dingen nicht, wenn wir immer mit der Kameraperspektive so weit nach unten hängen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal raus. Also, jetzt kommt mein Gedächtnis wieder. Beziehungsweise es kommt dann eben nicht wieder. Wir sollten auf jeden Fall diese geweihte Unterkunft, sage ich mal, finden. Waren wir da schon drin beim letzten Mal? Und wir sollten mit dem Kurt sprechen. Hier können wir nichts machen. Sind das hier oben? Kann man das nicht nehmen? Hallo, du sollst dir jetzt angucken. Okay. Ach, jetzt. Irgendetwas stimmt nicht. Jetzt kann man es nehmen, okay. Eine Yukol-Linse. Okay. Manche starben für den Stamm, andere um ihnen zu helfen. Wir wollen sie alle, Nomaden oder nicht, in Ehren halten. Ja, das ist doch nett gesagt. Ich denke mal, dass wir jetzt hier in diesem Tempel oder wie ich das nennen soll, wahrscheinlich nie mehr allzu viel machen können. Gut. Die hatten wir uns ja alle schon angeguckt. Unlesbar. Ja, die hatten wir alle schon angeguckt, als wir hier hochgekommen sind. Jetzt muss ich aber ganz ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht mehr, wo wir jetzt hier eigentlich hochgekommen sind. Wir sollten ja mit Kirk sprechen. Oh, Autos dürfen wir hier nicht rumfahren. War das jetzt rechts oder links rum? Das ist jetzt mal eine gute Frage. Okay, da kommen wir da hoch. Das nicht hier. Das sagt mir irgendwie was. Aber wir sind ja überall rumgelaufen. Ah, doch, das müsste die Treppe sein. Also, oder Brücke oder was auch immer. Ah, perfekt. Okay. So, wenn sie sich denn mal weiter bewegen würde, kämen wir vielleicht auch wieder zurück. Genau, da ist die Tür. Warte mal. Nächstes Mal schaffen ohne Hilfe. Das sind die Leute. Okay. Okay. Das scheint die Tür zu sein. Ja. Ich meine nämlich, dass wir da durchgekommen sind. Vielleicht kann der Kirk uns auch dabei helfen. Ich meine mich zu erinnern, dass sie gesagt hätte, dass sie das nicht so richtig lesen können, weil das alles in Yukol-Schrift aufgeschrieben wurde. So. Nee, da kamen wir her. Da sind wir doch oben gegangen. Bin ich etwas verwirrt. Moment. Ja, das ist nämlich der Eingang. Nee, hier kommst du wieder runter. Es ist nämlich der Eingang gewesen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier wieder zurück. Meine ich zumindest. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich meine es. Moment, hier kam ich jetzt raus. Ach, dann müssten wir da bestimmt rum. Dann habe ich das nämlich im Kopf gehabt, dass wir durch die Tür mussten. Ja, das hört sich schon besser an. Hier muss doch bestimmt jetzt das Lagerfeuer auftauchen. Ha, perfekt, ich sehe Yukol.
Die Frage ist nur, wo ist Kirk? Steht der jetzt immer noch da am Lagerfeuer? Und die Frage ist, wo genau stand er? Weil das war so ein bisschen komisch. Man konnte einmal rund ums Lagerfeuer rumlaufen, das weiß ich noch. Ah, halt, da ist er doch. Was machen deine Nachforschungen, Kate Walker? Also, auf dem Friedhof dort bin ich gerade auf die Tochter deines Vorgängers Kantika gestoßen. Wirklich? Was macht sie dort? Sie ist völlig durchgeknallt. Ja, irgendwie schon, ne? Sie war sehr lange allein. Das hat sie etwas verschroben gemacht, aber eigentlich ist sie ziemlich nett. Glaubst du, sie kann uns helfen, den Tempel zu finden? Sie gab mir das Tagebuch ihres Vaters. Ich hoffe, es kann helfen, den Tempel schnell zu finden, aber es ist in Yukol geschrieben. Meinst du, du könntest es für mich übersetzen? Natürlich. Das ist nicht alles. Könntest du mal bei ihr vorbeischauen? Die arme Frau ist seit Jahren allein und es würde ihr gut tun, wenn sie jemanden aus dem Stamm träfe. Es wäre mir eine Ehre, die Nachfahren des Mannes zu treffen, der den Tempel gerettet hat. Ich gehe, sobald ich das Tagebuch übersetzt habe. Gib es mir bitte. Okay, finden Sie den versteckten Tempel. Ja, das hat mich jetzt unheimlich weitergebracht. Habe ich denn wenigstens eine Übersetzung davon bekommen? Oder? Ah, übersetztes Yukol-Manuskript, sehr schön. Sieht doch sehr schön aus. Okay. Dir, der den neuen Zug der Heiligen Strauße in die befleckten Lande begleitet, dir, unserem Nachfolger, widme ich diese Zeilen. Wie die Hüterin dieses Ortes mein eigenes Fleisch und Blut dir schon erzählt haben wird, hat dieser frevlerische Betonberg, der sich an der Stätte unseres Tempels erhebt, uns gezwungen, unser Heiligtum zu verstecken. Daher habe ich dir diese Karte hinterlassen und es ist wirklich eine Karte. Die Symbole sind Worte und die Wegbeschreibung besteht aus Rätseln. Das hatte ich befürchtet. Eine Karte, die nur ein wahrer Yukol interpretieren kann und die zum Eingang unseres Heiligtums sowie zu ihrem Schlüssel führt. Falls du dem roten Mond folgst und den richtigen Blickwinkel hast. Okay, den richtigen Blickwinkel. Zuallererst möchte ich mit dir zusammen unsere tapferen Brüder und Schwester ehren, die den Stamm verlassen haben, um unseren heiligen Tempel zu retten. Abgesehen von wenigen Momenten des Glücks, zum Beispiel als ich die Mutter meiner Tochter kennenlernte, ist unsere Existenz als bereitwillige Sklaven eine lange Reihe unglücklicher Ereignisse. Zunächst mussten wir das Opfer bringen, die Karawane zu verlassen. Dann lernten wir Schmerzen kennen, den Schmerz, uns jeden Tag zu verausgaben, um diese Verschandelung unserer Traditionen zu bauen. Um dann nachts zu schuften, um unseren heiligen Tempel dort zu verstecken. Danach kam die Zeit des Todes, unseres Todes. Einer nach dem anderen starben wir, vor Erschöpfung, vor Verzweiflung. Ich fühle, dass auch meine Stunde herannaht und alles, was ich meiner kleinen Dunjatscha hinterlasse, ist das größte Opfer von allen. Unser aller Kummer zu ertragen und allein für den Rest ihres Lebens auf unsere Nachfolger zu warten. Dieses düstere Schicksal, zu dem ich meine Tochter verdamme, erinnert an eine in meinem Volk kaum bekannte Legende, die von Führer zu Führer weitergereicht wurde und die ich mit dir teilen will. Da sie mir wie eine dunkle Vorahnung scheint, die Legende des blutdurstigen Botor, des Wahnsinnigen, der die Steppe erobern wollte. Botor war ein Häuptling unseres Stammes. Er war allerseits gefürchtet und insgeheim gehasst, da er viele unserer Dörfer annektierte, ungerechten Tribut vom Volk forderte, sie für seine große Armee der Mammutreiter zwangsrekrutierte und alle Schamanen in einen Rat unter seiner Kontrolle versammelte.
Sein Eroberungsdurst war so groß, dass er nicht nur Macht über alle Jokul, sondern über alle Völker der Steppe gewinnen wollte. Die unterwürfigen Schamanen des Rates versicherten ihm, dass dies möglich wäre, falls er über die vier Hauptgeister triumphieren und sie seinem Willen unterwerfen würde. Der Geist des Schmerzes, der Geist der Trauer, der Geist des Todes und der Geist des Opfers. Wenn er die Essenz dieser Geister in sich aufnehmen würde, versicherten ihm die Schamanen, würde er zum Meister des Krieges werden, dem kein Sieg verwehrt bleiben würde. Bothor machte sich sofort an seine Aufgabe und jagte die vier Geister bis ans Ende unserer Welt, manchmal sogar darüber hinaus. Okay, dann gibt es hier so Symbole. Symbole des Ag Kam, Geist der Trauer. Symbol des Ja-Kop, Geist des Todes. Symbol des Ce-Bohos, Geist des Opfers. Und Symbol des Pat-Ken-Chi, Geist des Schmerzes. Symbol des... Also, Geist des Wahnsinns. So. Bothor besiegte die Geister einen nach dem anderen und nahm sie in sich auf. Aber die Vereinigung, die perfekte Anordnung aller Geister, war eine Illusion. Denn aus der Verbindung von Trauer, Schmerz, Opfer und Tod entstand ein anderer Geist. Cthulhu, der Wahnsinn, ließ sich seinerseits nur zu bereitwillig von dem unbesonnenen Eroberer aufnehmen. Also er wurde dann scheinbar wahnsinnig. Und so erblickten die Diener Bothors bei seiner Rückkehr von der Jagd einen vorzeitig gealterten Mann, unbeholfen und stammelnd, all seines Verlangens nach Krieges beraubt. Die Schamanen des Rates, die diese List erbracht hatten, ergriffen wieder die Macht. Die verschiedenen unterworfenen Dörfer erhielten ihre Unabhängigkeit zurück und nahmen die friedliche Zusammenarbeit wieder auf, die bis dahin geherrscht hatte. Der jetzt völlig harmlose Bothor arbeitete in den Ställen seiner früheren Kriegsmammuts. Indem ich dir diese Geschichte erzähle, teile ich dir meine größte Furcht mit dir, die an mir nagt, seit wir begannen, den Tempel zu verstecken. Ob ich mein Kind, in dem ich es an all diesen Leid ausgesetzt habe, das wir erduldeten, um den Tempel zu verstecken, zu demselben Schicksal verdammt habe wie Bothor? Eine Furcht, die jetzt nur weiter wächst, da wir einer nach dem anderen sterben. Und die mich nicht verlassen hat, seit ich die Schlüssel zum Tempel versteckte. Und jetzt haben wir das Ende dieser dunklen Bürde erreicht, die ich dir, o ehrenwerter Nachfolger, hinterlasse. Vergiss nicht den für die Bewahrung unseres heiligen Tempels Gefallenen, an dem für die errichteten Altar die Ehre zu erweisen. Mögen die Geister mit dir ziehen. Kantika. PS, solltest du ein Betrüger sein, der danach trachtet, unser Heiligtum zu plündern, gib lieber gleich auf, du armer Narr. Du bist zu uneinsichtig, um zu finden, was du suchst. Schließlich haben wir einen unserer Schlüssel jahrelang inmitten eurer Idole der Eitelkeit versteckt, und ihr habt es nie bemerkt. Okay. Also, die Symbole, denke ich mal, werden auch noch eine Rolle spielen. Das hier, dieses Bild, das kommt mir sehr bekannt vor. Ich meine, das wäre ein Raum gewesen, wo ich relativ am Anfang oben gewesen bin. Die Frage ist nur, gibt es da irgendwie eine Geheimtür oder so? Weil von da aus müssten wir dann ja eventuell da reinkommen. Also wir gehen auf jeden Fall nochmal dahin zurück. Nee, ich will hier raus. Achso. So, jetzt weiß ich gerade nur nicht. Hallo, Cursor? Mauszeiger? Jetzt weiß ich gerade nur nicht, wie wir laufen müssen. Frau Kate Walker? Schön, schön, Sie zu sehen. Ja, finde ich auch. Jetzt müssen wir ja nur erstmal den Ausgang wiederfinden. Da war es nicht, ne? Nee, das war... Ah, aber doch da hinten, glaube ich, war es. Da. So, wir sind von... da war das andere. Hier, glaube ich, mussten wir rein, ne?
Okay, das ist jetzt die andere Seite, aber das ist auch gut. Da kommen wir ja auch hoch. So, jetzt sind wir nicht am Ende. Ich meine, hier kam die Tür, durch die wir gegangen sind, irgendwo. Was ist hier? Ja, perfekt. So, jetzt ist die Frage. Hier muss ja irgendwo ein Versteck sein. Wir gucken am besten nochmal alles, was wir hier finden. Was um alles in der Welt ist das? Oder wir gucken nicht alles an und das ist direkt in der ersten Sache. Okay. Aber sie macht nichts. Ja, schal, warum? Okay. Ich hatte jetzt gedacht, wir nehmen die Linse. Aber okay. Au! Es geht mir gut. Es war mehr Schreck als Schmerz. Ja toll, jetzt kannst du es da lassen, oder was? Aber für die Fackel kannst du es nicht benutzen. Wollt ihr mich veräppeln? Ah, Yuko-Linse Nummer 3. Hm. Und Yuko-Linse Nummer 1 haben wir. Okay. Das heißt, wir müssten auf jeden Fall noch eine zweite Linse finden. Die Frage ist, ist die jetzt auch hier drin versteckt? Weil anscheinend können wir jetzt hier andere Sachen machen, als wir vorher machen konnten. Aber hier anscheinend jetzt doch nicht. Nach draußen wollte sie ja, glaube ich, nicht gehen, ne? Aber da unten geht es doch noch runter. Das ist so komisch. Hier wollte sie ja nicht das Ding öffnen. Das heißt, wir können da auch nicht durch. Öffnet. Ne, das ist immer noch die Kameraperspektive, ne? Ja, okay. Gucken wir hier hinten nochmal. Ah ne, da geht es ja auch wieder nicht hinter. Ja, anscheinend ist in diesem Raum jetzt hier nichts mehr. Die Frage ist dann nun, wo könnte noch was sein? Jetzt können wir hier auch keine... Ach, geh doch einfach mal zwei Schritte weiter. Nee, wir können ja auch keine neuen Türen öffnen. Hallo, geht die auch mal? Nein, du sollst dahin gehen, wo ich geklickt habe. Nirgendwo anders hingehen. Da möchte ich nicht runter. Hier war auch nichts mehr, ne? Das war die Rolltreppe. Das weiß ich gerade nicht. Wir gehen jetzt erstmal hier runter. Ich meine, die führten aber in den gleichen Raum rein. Ach ja, hier war ja auch noch was. Ja. Ja, geh bloß nicht um den rum. Oh, Yuko-Werkzeuge. Sie scheinen schon lange hier zu sein. Ja, nimm die jetzt immer noch nicht mit. Genau. Was war denn... Genau, das waren diese Zeichen. Aber da ist jetzt kein Code an den Zeichen. Also beziehungsweise... das sind 6 Zeichen insgesamt. Der spricht aber von 5 Geistern. Das kann es also nicht sein. Aber ich nehme an, dass das irgendwas mit dem Manuskript zu tun hat.
Also, wir haben hier die Zeichen. Wo sind sie denn jetzt? Hier haben wir die vier Zeichen. Und dann haben wir noch einmal das fünfte Zeichen für diesen Wahnsinn. Fünf Zeichen. Das sind irgendwas mit dem Text eventuell zu tun. Der hat doch ganz am Anfang was geschrieben. Weil, ach nee, ganz zumachen wollte ich es nicht. Weil meistens verstecken die ja solche Hinweise in meinem Text. Und er hatte ja auch geschrieben, widme ich dir diese Zeilen. Die Symbole sind Worte und die Wegbeschreibung besteht aus Rätseln. Wirklich eine Karte. Die Symbole sind Worte. Die Symbole sind Worte. Ich muss mal im Zettel nehmen, weil ich glaube, das wird etwas komplizierter hier. So, also, die Symbole sind Worte. Hier. So, Geist der Trauer. Dann Geist des Todes. Geist des Opfers. Geist des Schmerzes. Und dann kam ja der Wahnsinn. Schmerz, Wahnsinn. Ich hoffe, es sind jetzt diese Wörter. Weil, also ich weiß, oder ich meine zumindest, dass diese Wörter mal irgendwo im Text drin waren. Die Namen von den Symbolen sind aber, glaube ich, auch im Text drin gewesen. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Wahnsinn war das, ne? Okay, das war Wahnsinn. So. Jetzt wird's kompliziert. War das jetzt der Anfang? Ja, das war der Anfang. Okay, da hat er... Komm, mach doch mal weiter. Da hat er noch nichts geschrieben. Karte, Heiligtum, Schlüssel. Möchte ich dir zusammen unsere Tapferen... Nee, Tapferkeit war nicht dabei. Brüder. Abgesehen. Momenten des Glücks. Aha, unglückliche Ereignisse. Zunächst mussten wir das Opfer bringen. Okay, also Opfer wird jetzt als erstes erwähnt. Dann Schmerz. Das ist aber jetzt zweimal in einem Satz, deswegen ich schreibe mal zweimal dahinter. Vielleicht muss man das ja auch so. Heilige Tempel, Zeit des Todes. Tod war auch drin. Tod. Erschöpfung, Verzweiflung. Okay, das war jetzt nicht drin. Ich fühle, dass auch mal eine Stunde rennen hat. Größtes Opfer. Dann kommt wieder Opfer. Unser Kummer zu ertragen. Okay, ich würde jetzt normalerweise sagen, Kummer ist gleichgesetzt mit Trauer, aber die reden ja nur von den Wörtern, die da drin sind, nehme ich mal an. Also ich mache mal in Klammern Trauer. Trauer, Kummer. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwas damit zu tun hat. Dieses Schicksal...
Und Führer zu Führer, dunkle Vorahnung, Blutes, ja. Okay, da stand nichts drin. Das Durst war so groß. Mhm. Also hier steht jetzt auch nochmal der Geist des Schmerzes, der Geist der Trauer, des Todes und des Opfers. Aber so viele haben wir ja nicht. Das ist jetzt unser Problem. Deswegen denke ich mal, dass die jetzt wohl so direkt, also auch wenn es hier drin steht, nicht gelten. Manchmal sogar darüber hinaus. Okay. Und am Ende hat er doch noch den Wahnsinn irgendwie erwähnt, meine ich, ne? Anderer Geist, der Wahnsinn. Ja. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt mit dazugehört. Ich schreibe das mal in Klammern auf. Mit Wahnsinn. Aber das ist ja auch die letzte Seite, ne? Nee, da kommt noch was. Okay, da steht jetzt gar nichts mehr von drin. Wenn ich das jetzt nicht zu schnell gelesen habe. Aber ich glaube, da steht jetzt gar nichts mehr von drin. Und jetzt haben wir das Ende. Nachfolger. Okay. Es waren 6 Dinger, glaube ich, ne? Nein, ich will hier raus. 6 Dinger. Also entweder müssen wir den Schmerz doppelt nehmen. Und der Wahnsinn am Ende zählt nicht, weil da noch der Name vorstand. Oder aber... das zählt nur einmal mit dem Schmerz, weil es eine Wiederholung ist, soll das eine Finte sein? Das kann natürlich auch sein. Und wir müssten den Wahnsinn am Ende mitnehmen. Also wir probieren das... Ach so, wir probieren das aus. Haha, ich hätte mir die Symbole daneben malen sollen. Ach Mann, was mache ich denn? Okay, nein. Obwohl doch, von hier aus kann ich es auch angucken, oder? Moment. So, das einmal lesen. Also, Trauer ist dieses Symbol. Zack. Tod ist dieses Symbol. Ich male mir das gerade nebenbei so ein bisschen auf, weil anders, ja, es ist jetzt irgendwie blöd. Ich weiß, das ist jetzt auch ein bisschen doof, das jetzt während des Let's Plays hier aufzumalen, aber ihr würdet das wahrscheinlich ähnlich machen, weil ihr da ja nicht immer wieder reingucken könnt oder wollt. Deswegen denke ich, kann man mir das jetzt mal nachsehen. So, das ist der Schmerz und der Wahnsinn war jetzt auf der nächsten Seite. So, der Wahnsinn ist dieses Zeichen. Okay. Gut. Oh Gott. Also, erstmal brauche ich das Opfer. Das ist das Symbol. Achso, erstmal muss ich rauskommen. Dann den Schmerz. Das ist nicht das Symbol. Achso, die muss man... Ah, okay. Wo ist denn der Schmerz jetzt hin?
Das ist der Schmerz, glaube ich, gewesen. Dann müsste theoretisch der Tod drin sein. Nee, das war's nicht. Das auch nicht. Das ist das. Dann das Opfer. Das ist wieder das. Ach, wir haben wieder das Opfer. Das merke ich ja jetzt erst. Dann müsste theoretisch die Trauer drin sein. Das ist, glaube ich, das Symbol hier. Und theoretisch der Wahnsinn. Das müssten wir halt jetzt noch so... Oder wir müssen das jetzt nicht versuchen zu kombinieren. Linse Nummer 2. Ja, cool. Die Frage ist jetzt, brauchen wir jetzt noch andere Linsen oder brauchen wir jetzt nicht noch mehr Linsen? Ich würde jetzt mal sagen, mit einem Blick auf die Uhr, dass wir hier so oder so erstmal einen kleinen Cut machen, weil diese Folge jetzt wirklich wahnsinnig lange geworden ist. Und dass wir dann den Rest in der nächsten Folge sehen werden. Bis dann. Ciao.